obwohl eine 59-jährige Frau ein Attest eines Arztes hatte zur Befreiung von der Maskenpflicht, wurde diese in erster Instanz zu einer Geldbuße in Höhe von 70 Euro wegen Verstoß gegen die Maskenpflicht verurteilt. Dieses Urteil hob das OLG Karlsruhe nun auf. Was dahinter steckt und was das für eine allgemeine Bedeutung hat, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, lass bitte ein Abo da und kommentiere doch hier unten, was du von dieser Entscheidung hältst. Eine 59-jährige Dame wollte im Supermarkt einkaufen gehen und sie verfügte über ein Attest ihres Hausarztes. Da stand drin, aus medizinischen Gründen kann sie bis auf Weiteres keine Gesichtsmaske tragen. Sie ist dann im Supermarkt angehalten worden und dann wurde das Ordnungsamt gerufen. Man hat dann eine Anzeige aufgenommen. Das Ganze ist dann tatsächlich vor dem Amtsgericht in Sinsheim verhandelt worden. Und sie wurde verurteilt zu einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro. Das Amtsgericht in Sinsheim hat gesagt, ein einfaches Attest reiche hier nicht aus. Man hat vermutet, dass es ein Gefälligkeitsattest vorliege und deswegen müsse sich auch ergeben, warum denn die Dame von der Maskenpflicht befreit wurde. Also man wollte auch ein qualifiziertes Attest haben, aus dem sich die Gründe für die Befreiung ergaben. Das hat das OLG Karlsruhe nun aufgehoben und hat gesagt, es gibt aus der Corona-Schutzverordnung hier keinerlei Anhaltspunkt, wieso denn nun solche erhöhten Anforderungen gestellt werden an ein sogenanntes Maskenattest. Denn die Ausnahme für die Maskenpflicht laut Corona-Schutzverordnung wurde so normiert, dass man glaubhaft machen muss, dass einem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder zumutbar ist. Und diese Glaubhaftmachung geschieht durch ein ärztliches Attest. Das heißt, aus der Corona-Schutzverordnung ergibt sich keine weitere Begründungspflicht. Das Ganze resultiert natürlich aus der Vermutung und dem Vorwurf, dass es Gefälligkeitsatteste gewesen sind. Aber hier kann man vielleicht auch zu einer parallelen Rechtsprechung zurückgreifen, denn jeder Arbeitgeber oder viele Arbeitgeber vermuten ja bei manchen Arbeitnehmern, dass die Montags-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eben auch Gefälligkeits-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen seien. Und selbst wenn der Arbeitgeber da vielleicht irgendwelche begründeten Anlässe hat, kommt man eben gegen ein ärztliches Attest nicht an. Da braucht man schon ein berechtigten Zweifel und auch einen Beweis, dass es sich um ein Gefälligkeitsattest handelt. Das gelingt im Arbeitsrecht nicht und dann kann es hier eben bei der Maskenpflicht auch nicht gelingen. Das Urteil halte ich in dieser Form für absolut richtig, denn eine generelle Unterstellung eines Amtsrichters kann eben nicht dazu dienen, eine Corona-Schutzverordnung auszuhebeln und eine Generalunterstellung zulasten von Ärzten kann eben dann auch nicht dazu führen, dass jedes Attest ein Gefälligkeitsattest ist. Da ist eben dann das Amtsgericht in der Beweislast, dem ist es nicht nachgekommen. Also völlig richtiges Urteil aus Karlsruhe, es geht in die richtige Richtung. Und wir sehen uns wie immer vor Gericht.